So, herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront oder besser willkommen zurück. Denn es ist ja schon ein paar Monate her, seit ich das letzte Star Wars Battlefront Video aufgenommen habe. Inzwischen schon der dritte Versuch. Beim ersten Versuch habe ich vergessen, das Mikro mit aufzunehmen und beim zweiten Versuch habe ich komplett vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Jetzt seht ihr aber den neuen Spielmodus Kampfstation und ich kann euch zum dritten Mal erklären, dass er aus drei Teilen besteht. Erster Teil, Rebellen müssen Sternzerstörer zerstören. Zweiter Teil, wenn sie das schaffen, ansonsten hat Imperium direkt gewonnen. R2-D2 von einer Raumstation retten. Und wenn sie das schaffen, nächster Teil, Dingens. Todesstern zerstören. Im Grabenflug aus Episode 4. Und ich bin übrigens gerade absichtlich da reingeflogen, um Schaden zu machen. Wir sind die Rebellen. Jäger sammeln sich. Wir werden wahrscheinlich den Sternzerstörer noch Platz kriegen. Dann seht ihr auch direkt das nächste Level. Ich bin jetzt mitten ins Spiel gejoint, deswegen war das jetzt nicht so schwierig. Also ich habe eigentlich nichts gemacht dafür. Aber jetzt werden wir noch einen TIE Fighter killen. Da vorne ist ja einer. Auf den habe ich es abgesehen. Den TIE Interceptor. Ja, schon zerstört. Ah, ist schon zerstört. Nice. Und da ist der Falke. Han! Ich bin dein größter Fan! Ich bin dein größter Fan! Scheint mich zu interessieren. So. Dann jetzt die finale Attacke. Und zerstört. Ich bin in die Explosion geflogen. Jetzt die kleine Zwischensequenz zu Teil 2. Alles klar, die schreiben um gerade Everybody Wins. Das liegt daran, dass die, die das Imperium spielen, natürlich auch gerne die anderen Maps sehen wollen. Uiuiui. Und das leckt doch gerade ganz schön. Das dürfte eigentlich nicht an meinem PC liegen. Aber ich stelle trotzdem kurz die Videoauflösung runter. Obwohl die eigentlich schon relativ niedrig ist. Mittel. Also eigentlich darf das daran nicht liegen. Ich mache die mal ein bisschen weniger. Also irgendwas hat mein PC anscheinend gerade. Deswegen müsste das jetzt leider mit einer niedrigen FPS-Zahl aushalten. Aber es sollte jetzt nicht so tragisch sein. Wollen wir erstmal zum Druiden vor. Oh Gott! Ich hab die Granate geworfen! Holy. Oh, hey. Heldensymbol, Heldensymbol. Gib mir das Heldensymbol, bitte, bitte, bitte. Lass mich, lass mich, lass mich, bitte, bitte, bitte. Nice. So. Ja, Han Solo. Nein! Jetzt bin ich Leia! Egal. Unsere Freunde zählen auf uns. Ich wollte Han wählen, hab Leia gewählt. Egal, die kann auch was. Arbeitet im Team! Intim. Ich bin heute mal wieder lustig. Kann ich nicht als Held. Okay, Kopfschuss noch geschafft. Aber Leia ist halt nicht zum Angreifen. Ich wollte eigentlich Han Solo. Aber wir haben wenigstens R2-D2 aktiviert, sodass er ein bisschen vorankommt.
So, wir eskortieren dich. Nice. Oh, das Darth Vader. Na, wurde auch gerade gesagt, Vader ist hier. Wer Ohren hat, der höre. Wir haben Besuch. Ein trandoshanischer Kopfgeldjäger namens Boss. Oh shit. Boss ist jetzt auch noch da. Jetzt hat der Gegner zwei Helden. Nice Assist. Selbst beneißen. Oh, der war hinter dem Geschütz, habe ich gerade erst gesehen. War vielleicht nicht klug, da mit der Handfeuerwaffe drauf zu gehen. Vor allem, wenn der hinter dem. Da haben wir das Heldensymbol nicht gekriegt. Oh! Ja, die Granaten werden immer noch so geschmissen wie in der Beta. Alle einfach nur random irgendwo hin. Ah, meine Granate hat überhaupt nichts gemacht. Das bezweifle ich aber. Das finde ich nicht in Ordnung. Also ja, da... Das geht gar nicht. Lando Calrissian. Ihr habt Vader besiegt. Oh, das ist ja der Imperator. Oh, ich habe den Imperator besiegt. What the fuck? Ich hab nur einmal drauf geschossen. Okay, 3-8. Ja, so fühle ich mich auch. Mein Skill ist einfach nur überragend. In allen Spielen. Seht ihr auch, ich rule hier alles. Ohne mich hätte mein Team ja gar keine Chance. Ich bin der wichtigste Bestandteil. Und wir haben es wieder geschafft. Jetzt kommt der Grabenangriff und ich freue mich schon drauf. Inzwischen ist es nicht mehr das erste Mal in der verkackten Aufnahme, gerade eben. Haben wir schon mal den Todesstern zerstört, aber es war richtig geil. Werde ich jetzt auch gleich nochmal sehen. Oh, ich freue mich so extrem. Und wir spielen natürlich X-Wing, X-Wing, wie auch immer. Auf dem Todesstern, bei dem man sogar die Krümmung sieht. Angriff auf die Kampfstation. Das ist so geil einfach nur. Wir fliegen mit vollem Schub in diesen Graben und feuern auf den Abwärmeschacht an dessen Ende. Konzentriert euch auf die Teils, während unsere Jäger ihren Angriff fliegen. Ja, ich verteidige euch. Hopp, Salah, wieso kann ich denn nicht anvisieren? Das gibt es aber nicht. Luke Skywalker hat sich der Flotte angeschlossen. Ja, der zerstört ja auch den Todesstern. Ich hätte vielleicht mal meinen Schutzschild ein bisschen früher anmachen sollen. Bevor ja alle Funken wegspritzen. I'm your feeder. Alles klar, Flügelmann. Oh, wieso starte ich denn da unten? Wie dumm ist das denn? Egal, ich gehe jetzt die Leute im Graben unterstützen, wie mein Auftrag ist. Der Grabenflug. Drei Jäger haben unsere Einheit ganz im Grab vorsichtig. Macht euch wer soll denn da durchkommen? Wer soll denn bitte da durchkommen? Feuert auf die Thai-Jäger, während wir unseren So. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Alles klar. Angriff auf den Abwärmeschacht vorbereiten. Ah, Kontrollpunkt. Warte, war das Zeichen schon vorher da? Alles klar.
ignoriere das Heldendings mal. Ich mache hier die Kontrollpunkte, wo wir durch müssen. Luke Skywalker ist hier. Er schließt sich dem Kampf mit Rot 5 an. So. Alles klar, das habe ich nicht mehr geschafft. Wenigstens habe ich mich nicht selber zerstört in einem engen, so wie der blöde TIE Fighter. Schlechte Serververbindung, was soll das? Egal, spiel halt einen normalen X-Wing. Ach so, nur die. Jetzt check ich's. Nur die Flügelmänner können die Checkpoints machen quasi. Wieso habe ich jetzt eine schlechte Internetverbindung? Kann mir das mal jemand verraten? Hat sich dem Kampf angeschlossen. Das würde mich nämlich jetzt langsam interessieren. Rot 3 wurde besiegt. Hey, das ist doch immer Loot gewesen. Fahrzeug beschädigt immer. Und schon wieder ein Wurfieder. Langsame Internetverbindung! Hat eine Gefahr für den Todesstern neutralisiert. Achso, die Staffel im Graben wurde abgeschossen. Neuen Angriff vorbereitet. Nice. Ebnet unseren Jägern im Graben den Weg. Nice. Sind alle zu dumm, um im Graben zu fliegen. Hat ein TIE Advanced abgerufen. Das ist Darth Vader. Der Grabenflug ist halt einfach das Geilste vom Geilsten. Alles klar. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Rot 2 hat sich dem Kampf angeschlossen. Sie haben es geschafft. Torpedo in den Todesstern und Kaboom. Immer wieder geil. Obwohl ich 4.14 habe, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hänge jetzt noch eine Runde dran. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir spielen eine Runde Gefecht. Alles klar. Alles klar. Oh ja, du bist so stark. Boom. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Boom. 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 Und da ist auch noch ein Twi'lek. Boom. Oh yeah, jetzt geht es gleich los. Spielmodus vielleicht. Team Deathmatch. Ja, ganz schön auf einem Haufen. Nice, er hat uns direkt mit der Bacta-Granate geheilt. Hä? Wahrscheinlich sind die hinter uns. Da kommen sie! Oh, wow, oh, oh. Kann man das kaputt machen? Ne, hier kann man fast nichts kaputt machen. So. Geh down! Geh down! Nice, ich habe einen down gemacht. Ich glaube... Okay, Assist nur. Ich glaube nämlich, da hat er einen Helden eingesammelt. Ah ne, Helden gibt's ja gar nicht bei dem Modus.
Ja, ich sollte schon auch mal denken, bevor ich was sage. Aber wird ja überbewertet. Lars der Kanone. Boah, zeigt euch. Kamera, wo zoomst du denn? Was ist das für eine doofe Kamera? Egal. Scheiß drauf, wer braucht schon Geschütze, wenn er so geschießt wie ich. Spitzenspieler ausgeschaltet. Mit 1 HP. Nice. Oh Mist, die Oxys-Granate. Okay, der Thermaldetonator hat ihn auch noch geholt. Mein Killer quasi. Ausgleichende Gerechtigkeit heißt es. Ja, das gute alte EE4. Ja, das würde ich auch gern haben. Nice. Was geht mit dir? Tja, so geht's auch. Das hier sind die Müllhalde aus Teil 4, wo Han Solo und Co. fast draufgehen. Voll nice, dass die hier drin ist. Aber ich sollte jetzt vielleicht auch mal ein paar Leute killen. Was? Der hat keinen mitgenommen, der Thermaldetonator. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ah, hier ist noch was Schönes zum Aufsammeln. Mein Radar ist gerade gestört, sehe ich gerade. Den habe ich auch noch geholt. Allerdings hat bei dem der Thermaldetonator besser. Thermal Imploder meine ich natürlich. Die sind leicht zu verwechseln. Der hat da bei dem besser gesessen als bei mir. Oh ey, yo, Alter, wie sehr er sich bewegt hat. Dance like a butterfly heißt doch so schön. Da ist wieder Giftgas. Komm schon. Türchen öffne dich. Wieso gar keiner? Oh, da, da. So, wo sind denn hier mal Gegner? Oh, hinter mir waren lauter Gegner. Kann man wieder das Token entnehmen? Oh, hier könnte jemand sein. Erstmal Kopfschuss, natürlich. So gut. Ziel halt ich. Ah, hier kommt gleich noch einer. Ich glaube, gerade von hinten kommt jemand. Oh Mist, ich habe die Taste für Granate nicht gefunden. Das war jetzt nicht so gut. Oh, wir liegen hinten. Nein! Wir haben verloren. 100 zu 92, 92 zu 100. Ich habe Rang 30 erreicht. 7 zu 9. Wieder eine scheiß KD. Trotzdem war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Und zwar, ciao.